Hallo, ich bin Anna Huber aus dem Homeoffice und ich werde heute wieder versuchen, ein paar Fragen zu beantworten, die wir an die Kunst haben. Heute wird es um eine Stadtansicht von Venedig gehen, von dem Maler Giovanni Antonio Canal, genannt Canaletto. Ihr könnt die in der digitalen Sammlung finden und ihr werdet sehen, das Gemälde hat vielleicht viel mehr mit uns heute zu tun, als es auf den ersten Blick scheint. Ob Postkarte oder nicht, Venedig ist wunderschön und einzigartig, auch wenn das bis zur Corona-Krise bei 30 Millionen Touristen im Jahr manchmal schwer zu erfassen war. In unserer Gegenwart wird die Stadt milliardenfach abgebildet, aber sie wurde eben auch im 18. Jahrhundert schon viele, viele Male gemalt, wie in den 1730er Jahren von Canaletto. Und der war bei der englischen Oberschicht besonders beliebt. Und das hatte einen Grund. Die englischen Adligen und wohlhabenden Söhne, die wurden auf eine sogenannte Grand Tour geschickt, eine Art Bildungsreise durch Europa. Und in Italien war Venedig ein Muss, vielleicht der Höhepunkt der ganzen Reise. Und diese jungen Männer haben sich dann als Erinnerungsbilder, aber auch als Beweise oder Trophäen für ihre Reise, für ihre vermeintlich so individuelle Erfahrung, solche Veduten, Stadtansichten, malen lassen. Auf dem Kai im Vordergrund erkennt man zwei Bettler, aber eindeutig auch Mitglieder der venezianischen Adelsschicht. Und zu Corona-Zeiten hat das ganz komische Assoziationen, denn man erkennt diese Adligen im Bild daran, dass sie eine Maske tragen. Ihr könnt das sehen, wenn ihr in der digitalen Sammlung ganz, ganz nah reinzoomt. Die Männer haben diese Dreieckshüte, schwarze Übermäntel und eine weiße Maske, die sogenannte Bauta, die ausschließlich vom venezianischen Adel zu öffentlichen Anlässen im 18. Jahrhundert getragen wurde. Und diese Bauta war über dem Mund gewölbt, sodass die Stimme des Tragenden sich veränderte. Es gab also Anonymität in dieser Maske. Man konnte unter ihr essen und trinken, musste sie nie abnehmen, war dadurch nicht wiedererkennbar als Adliger. Aber eine solche Maske zu tragen, die die eigene Stimme verfälscht und die Gesichtszüge, bedeutet auch, sich komplett mit dem eigenen Stand zu identifizieren. Ich bin adlig und sonst nichts. Und so wurden die Träger der Bauta in Venedig tatsächlich angesprochen, egal ob Mann oder Frau, als Signora Maschera, Herrin Maske. Die adligen Damen auf dem Kai mit ihren stoffreichen, farbenfrohen Gewändern, die sind auch maskiert. Das sieht man aber nur, wenn man ganz genau hinguckt ins Profil der Figuren. Da erkennt man, dass die eine sogenannte Moretta-Maske, eine kreisrunde Maske aus schwarzem Samt tragen. Und diese Maske verlieh der Tragenden auch Anonymität, denn sie machte das Sprechen darunter gleich ganz unmöglich. Die Moretta-Maske musste die Frau nämlich mit einem Knopf im Mund festhalten. Es gibt noch ein Detail im Bild, was einen Bezug zu heute leider zulässt. Und das ist die prächtige Kirche im linken Bildhintergrund. Die geht nämlich auf eine Epidemie zurück, die genau wie der Coronavirus heute besonders hart Norditalien traf. In den Jahren 1630/31, rund 100 Jahre bevor Canaletto dieses Gemälde malte, tobte dort auch in Venedig die Beulenpest. Und der Doge, der Regent der Stadt, schwor damals, eine besonders prächtige Votivkirche errichten zu wollen, sollte die Stadt diese Epidemie überleben. Die dauerte dann noch ein Jahr und 50.000 Menschen, rund ein Viertel der Bevölkerung, starben damals. Aber der Doge hielt Wort und in den folgenden Jahrzehnten errichtete man die Kirche Santa Maria della Salute. Und Salute auf Italienisch heißt nichts anderes als Gesundheit.